Schnippi. Schnippi. Blablabla. Dieses Zungenspiel, haben mich auch ganz viele gefragt, warum sie das macht. Ist einfach ein Tick. Ja, Pferde haben auch Ticks, genauso wie Menschen. Und Fauni hat den Zungenspieler-Tick. Okay. Du hast den Zungenspieler-Tick. Ja, blablabla. Am Anfang, als ich sie bekommen habe, hat sie das mega oft gemacht. Mega oft. Aber mittlerweile macht sie es eigentlich jetzt nur noch, wenn sie ein Leckerchen bekommen hat. Sonst sieht man das gar nicht mehr. Jetzt hat sie vorhin gerade noch eins bekommen, weil wir vom Ausreiten zurückgekommen sind. Das nächste ist, Faunita ist Barhufler. Also sie hat keine Eisen und im Sommer bei längeren Ausritten, hier seht ihr wieder den Zungentick, tragt sie Hufschuhe. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, was sie für Hufschuhe trägt. Und das kann ich euch gerne mal unten in die Infobox verlinken. Das Besondere an meiner süßen Maus ist, dass sie lange Mähne hat. Hier seht ihr die. Und ganz viele Fjords haben ja eine Stehmähne, aber ich bin der Meinung, dass die Fauni mit dieser schönen Mähne einfach besser ausschaut. Und vor allem, wenn es jetzt so windig ist, finde ich es einfach unglaublich schön, wenn die Haare so im Wind fliegen. Ich mag das total gerne. Sie hat einen Aalstrich, allerdings, seht ihr das? Hier hat sie wie so eine kleine Null. Und das hat sie hier noch an manchen Stellen. Also keinen wirklich großartigen, ausgeprägten Aalstrich hat sie nicht. Hier im Popo hört er auch ein bisschen auf. Und hier geht er dann weiter. Fauni ist 8 Jahre alt. Vor allem, sie liebt es zu essen. Wenn es was zum Essen gibt, ist sie sofort da. Und sie wird von blöden Fliegen geärgert, weil sie immer ihre Fliegenhaube verliert. Heute ist der Fall wieder. Und deshalb müssen wir erst wieder Fliegenhauben einsammeln, bevor man nicht mehr geärgert wird von Fliegen. Des Weiteren, Faunita liebt Schmusen. Faunita habe ich aus einem Verkaufsstall aus Ursensollen. Fauni hat ein Stockmaß von 1,48. Der Hufschmied kommt zu uns alle 8 Wochen. Also jeden zweiten Monat kommt der Hufschmied. Fauni ist mein erstes eigenes Pferd und ich liebe sie unendlich viel. Das war's jetzt von unseren Fakten. Ich hoffe natürlich, das kleine kurze Informationsvideo von uns zweien hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich selber einen Daumen nach oben freuen. Hinterlasst mir einen Kommentar und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Tschüss!